Sie gewähren private Einblicke in ihre Beziehung. Eine Beziehung mit Ecken und Kanten. Sofia Tomalla und Alexander Zverev geben Einblick in ihr Liebesleben und gestehen, auch bei ihnen ist nicht immer alles perfekt. Egal wo Sofia Tomalla, 33, und Alexander Zverev, 25, gemeinsam auftreten, das Blitzlichtgewitter ist garantiert. Zuletzt fragten sich aber viele, sind die beiden überhaupt noch zusammen? Denn einige Wochen lang posteten sie keine Turtelbilder mehr, bis jetzt. Alles gut also. Alexander Zverev plus Sofia Tomalla, es ist nicht 24/7 rote Rosen. In der neuen Dokumentation Zverev, der Unvollendete, ab 19.03. auf RTL Plus, äußert sich Sofia über ihr Leben. Es ist jetzt nicht 24/7 rote Rosen, sagt die Frau, die klare Worte liebt. Dass es zwischen ihr und Alexander immer mal wieder knistert oder sogar kriselt, gehört dazu, hört Gala. Hier haben sich zwei starke Persönlichkeiten ineinander verliebt. Er, der Tennisstar, der nach Bänderrissen im Sprunggelenk, die er sich voriges Jahr im Halbfinale der French Open zuzog, hart für sein Comeback kämpfte. Sie, die taffe Moderatorin, die für ihre Unabhängigkeit bekannt ist. Die hat sie von ihrer Mama. Gerade wurde bekannt, dass sich Simone Tomalla, 57, nach einem Jahr von DJ Nicolino Hermano getrennt hat. Wenn es nicht passt, dann passt es eben nicht. So sieht ihr gemeinsames Leben aus. Bei Sofia und Alex sieht das anders aus. Es sind zwei besonders krasse Lebensmodelle, die aufeinandertreffen, so Sofia. Alex, mit dem unfassbaren Sportpensum, das er hat, und der Kontinuität, die er immer wieder durchziehen muss, und mein Leben ist alles andere als kontinuierlich. Deshalb sei es besonders wichtig, selbst die simpelsten Sachen miteinander zu genießen. Denn wir haben kein simples Leben miteinander. Sie stärken sich einander den Rücken. Wichtig ist ihr und Alex, sie können sich aufeinander verlassen. Sofia erklärt, sie könne ihn immer anrufen, er habe immer ein offenes Ohr für ihre Probleme. Die Doku zeigt sie am Rand des Tennisplatzes, als er erstmals nach der Zwangspause wieder trainiert. Das gibt ihm wiederum Kraft. Die Verletzung hat mich verändert, ist sich Alexander Zverev sicher. Sie hat mir die Chance gegeben zu realisieren, dass es da draußen viel mehr gibt als Tennis. Dazu gehört ganz weit vorn Sofia.